Das Modellvorhaben Landaufschwung soll die Attraktivität von Städten und Dörfern in der Altmark steigern. Unter anderem durch innovative Ideen zum Umgang mit leerstehenden Gebäuden und Flächen. Davon profitieren zum Beispiel die Bewohner und Gäste der Hansestadt Werben. Seit Jahren stand die alte Schule im historischen Stadtkern leer. Unter Mitwirkung der Bürger soll hier ein kulturelles Zentrum entstehen. Das Gebäude trägt dann nicht nur durch sein frisches Äußeres, sondern auch durch das gestiegene Kultur- und Freizeitangebot zur Attraktivität des Ortes bei. Ein neues Leben steht auch der alten Schmiede in Ottersburg bevor. Auf dem idyllischen Gutshof richtet Eberhard Kobe eine moderne Jagdschule ein. So konnte er das historische Gebäude vor dem Verfall retten und damit den innerörtlichen Leerstand beseitigen. Und auch in das Dorfleben ein paar Orte weiter kommt frischer Wind. Eine junge Familie aus Hannover erfüllt sich hier ihren Traum vom Haus, nachdem sie im Internet auf das günstige leerstehende Objekt in der Altmark aufmerksam geworden ist. Landaufschwung fördert den kreativen und wirtschaftlichen Umgang mit Leerstand in der Altmark. Durch Unterstützung bei der konzeptionellen Planung, bei der Kapitalgewinnung und beim überregionalen Marketing. Ein wichtiger Beitrag zum Erhalt attraktiver und lebenswerter Orte.